Andreas Scheuer ist bei uns, Generalsekretär der CSU. Ihr erster Parteitag als Generalsekretär liegt hinter Ihnen. Wie ist es gelaufen aus Ihrer Sicht? Ich bin sehr zufrieden. Wir haben alle unsere Leitanträge mit großen Mehrheiten, ja fast alle einstimmig durchgebracht. Und von daher alles technisch gut gelaufen, organisatorisch gut gelaufen und gute Botschaft. Das Motto des Parteitags war Richtung geben. Das hat der Parteivorsitzende jetzt in seiner Grundsatzrede auch wieder getan. Und von daher gehen wir in ein gutes Jahr 2015. Parteireform war ein wichtiger Punkt bei diesem Parteitag. Und schon lassen Sie den einen und anderen Diskutanten nicht so richtig zu Wort kommen, weil eine ganze Reihe von Anträgen heute dann hier doch nicht diskutiert worden sind. Wie passt das zur selbsterklärten oder neuen Mitmachpartei? Ja, wir haben ja gestern und auch heute die Leitanträge sehr, sehr intensiv diskutiert. Und dazu kamen über 200 Einzelanträge. Und Zeitkorsett ist natürlich ein sehr, sehr enges, aber wir haben auch zugesagt, dass wir mit den Antragstellern zusammen eine Lösung finden werden für den nächsten kleinen Parteitag und auch in der parlamentarischen Beratung. Es sind ja sehr viele Anträge überwiesen. Also jeder Antragsteller wird bei uns ernst genommen und wir werden auch an den Inhalten sehr, sehr intensiv arbeiten, weil wir ja dabei sind, ein neues Grundsatzprogramm zu entwickeln und da brauchen wir auch diese Einzelanträge dazu. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Parteireform. Sie wollen vor allem Frauen, Jüngere, Sie wollen auch Zuwanderer ansprechen. Sie wollen mehr und andere Beteiligungsmöglichkeiten geben, beispielsweise über das Internet. Wovor Sie noch zurückschrecken, ist so ein Element wie ein Mitgliedervotum. Also, dass dann die Mitglieder auch ganz konkret über beispielsweise Spitzenkandidaten entscheiden. Warum gehen Sie diesen Schritt nicht? Das hat die CSU schon längst. Ein Mitgliedervotum ist schon bei der Parteireform 1 gemacht worden. Jetzt machen wir nur die nächsten Schritte. Und wir nutzen natürlich auch die Möglichkeiten, direktere Befragungen über Online-Portale zu machen, in die Partei hinein, ganz tagesaktuell, auch mit unserem neuen politischen Medium, dem Bayern-Kurier. Und wir haben schon die grundsätzlichen Entscheidungen zur Mitmachpartei schon längst getroffen vor Jahren und jetzt machen wir die nächsten technischen Schritte. Also wenn Sie sagen, Mitgliedervotum haben Sie schon, aber die Entscheidung über einen Spitzenkandidaten vielleicht in 2-3 Jahren, wird das dann schon der Weg sein, dass Sie das auf diesem Weg machen? Wir konzentrieren uns jetzt auf die Inhalte, wir haben unseren Zeitplan fürs Personal und Horst Seehofer ist hier hungrig für die Zukunft aufgetreten, er hat Richtung gegeben, er brennt mit den Themen, die angepackt werden und von daher freuen wir uns auf die nächsten Jahre mit Horst Seehofer. Schauen wir auf die Debatte trotzdem noch mal zurück, die die vergangene Woche hier stattgefunden hat und in deren Mittelpunkt Sie gestanden haben. Sie haben eine Dissertation geschrieben über die politische Kommunikation der CSU an der Universität in Prag. Wie würden Sie denn die politische Kommunikation der CSU in der vergangenen Woche beschreiben? Oder welche Kapitelüberschrift würden Sie für das finden, was da stattgefunden hat? Wir haben 4 Leitanträge zu Schwerpunktthemen beraten. Außenpolitik, Sicherheit, Europa, Wirtschaft, Handel, Steuern, Finanzen und auch den viel zitierten Bildung- und Integrationsleitantrag. Der umfasst 4 Seiten. Wenn man einzelne Sätze missverstehen will, dann haben das einige getan. Deswegen hat der Parteivorstand schon die Formulierung sehr klargestellt und konkretisiert. Und zu aller Überraschung von der medialen Seite hat der Parteitag einstimmig den Leitantrag zur Bildung und Integration verabschiedet, ohne Diskussion über einzelne Fragmente oder Sätze. Für uns ist klar, die Sprache ist der Schlüssel für Bildung, Chancen, Ausbildung und für eine gute Zukunft im Chancenland Bayern. Deswegen positiv. Das steht ja außer Frage. Ich finde, genauso wenig steht außer Frage, dass dieser Parteitag mit großer Mehrheit diesem Antrag zugestimmt hat, zumal ja eine Modifikation in diesem einen Satz drin gewesen ist, wo ich aber finde, Sie sagen, der ist, sollte missverstanden werden. Ich würde sagen, er ist aber durchaus auch missverständlich gewesen. Also ich habe die Verantwortung als Generalsekretär für die Organisation des Parteitags und für die Leitanträge, das ist völlig klar. Und wir haben eine intensive Ressortabstimmung gemacht, aber medial wurde es anders diskutiert. Die CSU wollte nie eine Pflicht, eine Gängelung oder eine Vorschrift für Familien oder im privaten Bereich, sondern wir waren immer daran interessiert, zu appellieren und zu motivieren, Deutsch zu sprechen, auch im öffentlichen Raum und im täglichen Leben. Und um nichts anderes geht es uns. Die CSU ist die Partei von Liberalitas Bavariae und das wird sie auch immer sein mit dieser Weltoffenheit und dieser Liberalität, aber auch mit klaren Regeln bei Bildung und Integration und das haben wir verabschiedet. Was hat Sie eigentlich mehr überrascht, die mediale Reaktion auf eben diesen Einsatz oder dass dann doch, als die Diskussion hochgekocht ist, doch vergleichsweise wenig zu Ihnen gestanden haben?
Ja, ich kann das nicht so nachvollziehen. In den sozialen Netzwerken werden leider nur immer die Gegenstimmen berichtet. Wir haben auch sehr, sehr viel Zuspruch. Eine neueste Umfrage von Mnet sagt, auf die Frage, ob es sinnvoll ist oder sinnvoll ist, angehalten zu werden, für Migrantenfamilien zu Hause Deutsch zu sprechen, in Bayern 65% für diesen Appell der deutschen Sprache. Und damit ist es ein Rückenwind für uns. Und wir haben das auch klargestellt, was missverstanden wurde. Und von daher, lass uns über die Inhalte diskutieren und nicht über Fragmente. Das machen wir bei der nächsten Gelegenheit wieder. Vielen Dank, Andreas Scheuer. Dankeschön vielmals.